Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Daily. Eure Portion Angeberwissen, und zwar das tägliche Angeberwissen. Mit dabei das alte Eisen. Ja, das bin ich, das ist der Sashi. Und der junge Hüpfer. Puh, ja, der junge Hübsche. Genau. Genau. Wir haben heute ein Geburtstagskind, wer ist denn das? Mehmet Scholl, der hat heute Geburtstag. Nee. Mehmet Scholl, der alte Kicker. Hm. Finde ich richtig gut in Mehmet. Ich hab eine Frage zu dem. Okay. Ist das ein typisch deutscher Name? Scholl? Ja, Scholl, okay, ist Mehmet-typisch. Mehmet-typisch, deutsch-typisch. Typisch deutsch, so sagt man ja. Ja, Nationalspieler, leider immer im richtigen Augenblick verletzt gewesen. Deswegen hat er irgendwie leider nicht so richtig viel gerissen. Jahrelang Kommentator bei ganz, ganz wichtigen Spielen. Hat Werbung für eine Automarke aus Rumänien gemacht. Und was gibt es noch über den zu erzählen? Eigentlich nichts. Isst gerne Döner, aber ohne Zwiebeln und nur Joghurt, keine Knoblauchsoße. Das hast du auch recherchiert? Nee, das habe ich einfach mal herausgelesen. Ah, okay. Genau. Ja, am 16. Oktober ist aber auch noch etwas passiert. Genau, die Finnen, also nicht vom Haifisch die Rückenflosse, sondern die Finnen aus Finnland haben sich nämlich entschlossen, der EU beizutreten. Nee, ja. Im Ernst. Die haben irgendwie gehört, da gibt es kostenlos zu saufen, und da haben sie direkt gesagt, zack, weil in Skandinavien der Alkohol halt so scheiße teuer ist. Ja. Leck mich am Arsch, ist der teuer. Leck mich am Arsch. Alter Falter. Ja. So, jetzt wirklich doof. Bin ich nüchtern. Und am 16. Oktober ist auch ein Film in die deutschen Kinos gekommen, nämlich Kill Bill 1. So. Aber das ist erst die zweite Version gewesen. Die erste Version, die kam nicht so gut an. Die hieß nämlich Killy Killy Bill 1. Und da haben die Leute gemerkt, so lustig ist das nicht. Nee, so lustig ist es wirklich nicht. Kill Bill mit Uma Thurman. Wie findest du die eigentlich? Also, die wird im Film ja so glorifiziert, als so die nicht im Film, in der Presse. Die als Sahneschnitte und sowas finde ich gar nicht. Also, ich finde, sie ist eine coole Socke. Sie ist eine coole Schauspielerin. Aber granatenmäßig finde ich jetzt auch nicht. Sahneschnitte ist sie nicht. Nee, also die hat Schuhgröße 250, glaube ich. Die hat so, also jetzt so auf dem Bild, also sieht sie schon gut aus. Ja, ja. Wenn du mir 2 Jahre an Photoshop gibst, kriege ich dich auch einigermaßen passabel hin. Gut, die ersten 1,5 Jahre brauche ich erstmal eine Schulung. Ja, allerdings. Ja, am 16. Oktober cool, Bull. Ist aber noch was passiert. Genau, die Universität Augsburg wird 1970 offiziell eröffnet. Nee. Seitdem gibt es Studierte. In Augsburg? In Augsburg. Respekt und Anerkennung. Da ist sie. Ja. Wirst da, du wo nie landen, wirst du nie studieren, aber macht ja auch nichts. Der Zug ist abgefahren. Ja. Genau. Die sah aber nicht immer so aus. Nee, das ist ein modernes Bild. Natürlich. Das ist ein Modell. Das haben wir gerade am Computer zusammengestellt. Richtig, euch, genau. Ja, weil wir keine offiziellen Bilder verwenden. Weil du ja bei Photoshop so fit bist. Wegen Copyright dürfen wir keine Bilder verwenden. Natürlich nicht. Ja. Genau. Das war der 16. Oktober. Morgen sehen wir uns so wieder am 17. Oktober da ohne Pujan. Ich bin wieder da. Und ich sag bis dahin Cheerio, Miss Sophie. Bis dahin sagst du das? Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio.